Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video vom Kanal. Tops Star Wars The Rise of Skywalker. Die Trading Cards. Ein komplettes Display. Eine Boosterbox habe ich hier für euch. Hier steht es in verschiedenen Sprachen drauf. Sammelkarten. Kartas. Ja, hier steht es auch nochmal. Aus dem neuen Film Star Wars Der Aufstieg Skywalkers. Die komplette Box besteht aus 30 Päckchen pro Box und 6 Karten pro Päckchen. 1 Euro kostet ein Päckchen normalerweise. Und ja, ich habe hier wieder eine komplette Box mit 30 Päckchen für euch und die wollen wir uns doch mal anschauen. Und obendrauf erstmal ein kleiner Flyer zum Aushängen. 6 epische limitierte Karten zum Sammeln. Zu finden in großen Sammeldosen und spannenden Multipacks. Jetzt erhältlich. Rückseite ist leer. Okay. Also ein Poster, was im Kiosk ausgehängt werden kann. So, und dann haben wir hier die Booster. Ich würde sagen, wir zählen wie immer mal durch, ob alles drin ist. Da hätten wir dann 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Passt. Und das müsste nochmal 15 sein. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Genau. Dann fangen wir nochmal mit der rechten Seite an. Die haben wir schon draußen jetzt hier. Und die ersten 15 Booster. Los geht's. R2-D2. BB-8. Zori Bliss. Lando Calrissian, Illustrated Character Card. Lieutenant Thais Blau und Tomet Sosach oder so ähnlich Grün. Lando Calrissian. Bomokin. Officer Candia, dann Knight of Ren, Illustrated Character Card, Kai Threnally, Lila und Face Off on Passana, Blau. Checkliste. Dann Remnants of the Death Star, C3PO, Resistance Sanctuary, Knight of Ren, Illustrated Character Card, Hadaf Davenspawn oder so ähnlich, Davenspawn blau und Transport Skimmer grün. Oder heißt es Faodaf? Ich finde die Ds und die Os kann man so schlecht auseinanderhalten. Lando Calrissians Warm Grin. First Order Stormtrooper. Kylo Ren on the Move. May the Force be with you Karte. Sehr cool. Dann eine Crush the Resistance Karte. Only the Finest. Und C-3PO's Mysterious Change Blau. Dann Caspus Pillar, Conferring with Kylo Ren, Lieutenant Vanik, and Kylo Ren Illustrated Character Card, R2SHP Blau und Race Quick Catch Grün. Checkliste. Poe Dameron's X-Wing. First Order Crew Pit. Poe Dameron's Sticker Karte. May the Force be with you. Long live the Resistance Karte. General Hux Lila und Race Quick Catch Blau. Transport Skimmer. Snap Wexley's X-Wing. Officer Vajo oder White Bloodfill. Ich finde hier die O's und die D's sehen sich viel zu ähnlich. Dann der Millennium Falcon als Illustrated, als Ships and Vehicles Card. Kylo Ren stands strong blau und C-3PO's Mysterious Change grün. Dann, eine rote, die Fortitude. Star Destroyers in the Storm, Poe Dameron X-Wing Pilot, V-Krul, dann Zori Bliss als Illustrated Character Card und Transport Skimmer Blau. Checkliste. Dann der UATT Walker, Bestoon Legacy, eine May the Force be with you Karte, Crush the Resistance, the Power of the Dark Side. The Knights of Ren Blau und First Order Stormtrooper Officer Green.
Lieutenant Tice, Legion General Pride, Face Off on Passana, C3PO Illustrated Character Card, First Order Stormtrooper Lila und Tomet Sozatsch, ich kann den Namen immer nicht aussprechen, Blau. Also aus wie Nymoidianer, oder? So ein bisschen. Im ersten Blick. Ein Y-Wing Starfighter. Y-Wing Starfighter. Chewbacca. Kylo Ren. Dann eine Kylo Ren Continuity Card. Star Destroyers in the Storm. Blau und V-Krull. Grün. Checkliste. Die Fortitude. Improvised Hangar on Ayan Kloss, the Agent Kloss, Festival of the Ancestors, dann Finn als Illustrated Character Card, Chewbacca, Long Live the Resistance und V-Krull, Blau. Dann The Millennium Falcon Cockpit, Finn, B-Wing Fighter, dann ein Sith TIE Fighter als Ships and Vehicle Card, First Order TIE Fighter blau und Poe Dameron grün. So. Noch zwei Booster, dann haben wir die Hälfte durch. Der Night Buzzard. Das Schiff der Knights of Ren. Jenna. Nien Nunt. Sith Trooper Illustrated Character Card. The Desert Landscape lila. Und First Order Conference Room blau. So, letztes Booster. Das halbe. Packs. Checkliste. The Knights of Ren. The Desert Landscape. Dark Ray. And May the Force Be With You, Carter. The Desert Landscape, blau. Und Lando Calrissian's Warm Grin, grün. So. Dann die letzten 15. Und wir machen erstmal ein Zwischenfazit. Wir müssen natürlich auch 15 blaue jetzt haben. 1, 2, 3, 4, 5. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 blaue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grüne. 4 lilane. Und eine rote. Zweimal Chips and Vehicles. Eine Stickerkarte. Zweimal Long Live the Resistance. Zweimal Crush the Resistance. Dreimal May the Force Be With You Karte. Dann 3, 5, 7, 8 Illustrated Character Cards und eine Kylo Ren Continuity Card. So. Mal schauen, wie das nach den nächsten 15 Boostern ausschaut. Ephraim Alex. Oder Alex. Amun C. Tidian. First Order Hallway. Kylo Ren Continuity Card. R6LES oder 5. Blau. Und Improvised Hangar on Agent Kloss. Checkliste. Into Hyperspace. Fadaf Devonspawn. BB-8. Stickerkarte. Only the Finest Sith Trooper Crush the Resistance. First Order TIE Fighter Lila. Und Caspus Pillar Blau. Dann haben wir Orbuck, The Streets of Kijimi City, Lieutenant Tice Takes a Moment, BB-8, Illustrated Character Card, The Night Buzzard Blau und First Order Crew Pit Grün. Ah, die nächste rote hier, Orbuck, dann Kaidel Co. Konix, Through the Clouds, The Resistance United, Poe Dameron's X-Wing Fighter in a Ships and Vehicles Card und Dark Ray Blau. Checkliste. A Spice Runner's Den, First Order Conference Room and First Order Stormtrooper Illustrated Character Card. May the Force Be With You, eine Long Live the Resistance Karte, Lieutenant Varnik blau und The Streets of Kijimi City grün. P-
Flesco Marno, R6LE5, Sith Jet Trooper, eine Kylo Ren Continuity Card, Race Quick Catch Lila und First Order Crooked Blau. First Order Stormtrooper Officer, C-3PO's Mysterious Change, Poe Dameron, Chewbacca als Illustrated Character Card, Nien Nant Blau und Caspus Pillar Grün. Checkliste. First Order Snowtrooper, Kylo Ren Stands Strong, A Lightsaber Strength, Kylo Ren's TIE Fighter, Ships and Vehicles Card, Jedi Warrior, eine Long Live the Resistance Karte und The Streets of Kijimi City Blau. Rose Tico, First Order Commando, Finn and Jenna, ein Sith Trooper, Illustrated Character Card, Finn in Blau und Cardu oder Cardo in Grün. Steadfast Main Bridge, Aftab Akbar, Uplick, May the Force Be With You Karte, C-3PO's Mysterious Change Lila und The Star Destroyer Bridge in Blau. Checkliste. Rey, Treadable, Chai Srenali, Rey, Illustrated Character Card, Through the Clouds, Blau, und First Order Conference Room, Grün. Dann The Dark Fleet Assembled, The Star Destroyer Bridge, The Millennium Falcon Hallway, and Y-Wing Fighter als Ships and Vehicles Card. Dark Side, Followers of the Dark Side, Crush the Resistance und Remnants of the Death Star, Blau. Drei Booster noch. Usha, Dio, Vaporators in the Desert, dann Jenna als Illustrated Character Card, The Millennium Falcon Cockpit, Blau und A Spice Runner's Den, Grün. Checkliste. Cardo, Commander Dacy's Speech. Jawohl, Knight of Ren, eine Stickerkarte. Dann Long Live the Resistance, eine Karte. Dann Dio, Lila. Und Commander Dacy, Blau. Und das letzte Booster. R2 SHP, Treadspeeder, First Order TIE Fighter, ein Knight of Ren Illustrated Character Card, Power of the Dark Side, Crush the Resistance und Cardo Blau. So, also ein ganzer Stapel normaler Base Cards. Das hier müsste jetzt 30 Parallels sein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, also 30 Blue Parallels. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30. Genau, in jedem Booster eine blaue. So, 30. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Passt auch in jedem zweiten. Dann haben wir lila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lila ist drin in jedem vierten. Passt auch etwa. Zwei blaue. Dann haben wir Illustrated Character Cards. Dann haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. In jedem zweiten eins, ja. Dann haben wir viermal May the Force Be With You. Dann haben wir 1, 2, 3,
5 Mal Crush the Resistance und 1, 2, 3, 4, 5 Mal Long Live the Resistance. Dann wird 3 Sticker Cards, und das finde ich gut, weil die Sticker Cards genauso wie die roten Karten in jedem 12. Päckchen drin sind. Ja? Das heißt, eigentlich in 36 Päckchen wären dann 3 drin. Das heißt, wir haben nur 2 rote. Ich hatte befürchtet, ich kriege auch nur 2 von denen, aber da habe ich jetzt Gott sei Dank wenigstens 3 Sticker Karten bekommen. Und von den Chips und Vehicles Cards haben wir nochmal 5 bekommen. Und schließlich noch 3 Mal die Kylo Ren Continuity Cards. Ja, das ist also die Ausbeute aus einem kompletten Display. Jetzt heißt es einsortieren. Im Sticker Manager quasi auch alles notieren, was ich habe, was ich doppelt habe, etc. Und dann kann man mal gucken, ob man irgendwie tauschen kann. Ja. So, hoffe ich, das Video euch gefallen. Wenn dem so ist, schaut mal im Discord vorbei und schreibt mir dann eure Meinung. Da können wir auch gerne tauschen, wenn ihr wollt. Oder über den Sticker Manager. Da findet ihr mich auch unter Lengli1013. Da können wir vielleicht auch ein paar Karten tauschen, wenn ihr da euch noch welche fehlen oder ihr welche habt, die. Und natürlich, wenn ihr welche habt, die mir noch fehlen. Oder wir können auch saleübergreifend tauschen, kein Problem. Und ja. Ansonsten, wie gesagt, bekommt ihr im Discord immer Bescheid, wenn neue Videos online gehen. Schaut da gerne mal vorbei. Link zum Discord in der Videobeschreibung. Alles kostenlos. Außerdem in der Videobeschreibung der Link zu meinem Spielzeugkanal Toys at Lengli1013. Schaut da gerne mal vorbei, guckt euch die Videos an. Und wenn ihr da quatschen wollt und informiert werden wollt über neue Videos, dann tretet ihr einen Telegram-Channel bei und da auch gerne einen Telegram-Chat. Dann können wir miteinander quatschen. Auch das alles komplett kostenlos. Links in der Videobeschreibung dann jeweils. Und ja, das dazu. Dann sage ich danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Ciao.